Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Ich möchte gerne weitermachen mit dem Rank. Das ist letzte Runde hat gut funktioniert. Keine Ahnung, ob es jetzt nochmal so gut funktioniert. Wir haben vor allen Dingen überhaupt keine TGT-Karten gezogen. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe ein paar davon im Deck und die sind eigentlich auch recht schön. Gerade Rooted oder so finde ich unglaublich schöne Karte. Aber wir haben sie nicht gezogen. Wir haben mal wieder nur Schrott gezogen, weil wie es immer ist bei meinem Druiden und Hunter. Rexxar. Let the hunt begin. I must protect the wild. Okay. Das sind mal wieder grandios miese Karten. Wir tauschen alle aus der Wrath. Da bringt mir am Anfang nichts. Ich brauche Minions oder Wild Growth oder Schrott. Ich ziehe nur Schrott mit dem blöden Druiden. Das darf doch nicht wahr sein. Und klar. Ja, na klar, 7 Mana Minion. Ist würde ich sofort. Ja, klar, natürlich. Ach du Heiliger, ey. Der will aber auch nicht. Gut, dann Acidic Swamp Ooze, weil es so schön ist. Einfach mal ein bisschen. Meine, gut, er kann die Glaive Suka haben, aber die kann ich jetzt. Da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Coin für 3, was kommt jetzt? Iron for Grizzly, okay. Ja, kann ich wegmachen, schön. Dark Scale Healer, der hilft mir jetzt gar nicht. Der hilft mir jetzt wirklich gar nicht. Okay, Trade hier. Und Attack. Runde 4. Gnomish Inventor oder Swipe, je nachdem, was er jetzt spielt. Was wirst du tun? Was wirst du tun? Darkscale Animal Companion. Okay. Oh, wieso Leog? Wieso Leog immer? Immer Leog. Ich hasse Leog. Leog ist. Wrath. Na, komm. Gnomish Inventor, er kann ihn nicht wegmachen, aber das ist echt. Dann lass es erst. Also nehmen wir eine vernünftige Karte. Endlich mal eine vernünftige Karte. Heißt Wrath und den da. Und jetzt filmen wir jeden Minion, den er jetzt spielt, der kriegt dann. Ich hasse dich. Auch noch solche Synergien. Ich krieg die Krätze. Facehunter, scheiße. Mann, ey. Ich krieg die Krätze, ey. Okay, Wrath. Deal one damage, draw a card. Ich meine, wenn ich ihn wegmache. Ja, Beasts, das ist ein. Ist der Wolf Rider ein Beast? Nee, oder? Das ist ein Beast. Okay. Wie spielen wir das intelligent? Ich meine, eigentlich kann ich intelligent nicht. Aber wir könnten einfach mal einen Swipe reinhauen. Warum nicht? Ist alles weg. Das war jetzt vielleicht ein kleines bisschen intelligent. Ich hätte sonst, ja, ich habe überlegt, komm, den einen kannst du damit weg, aber jetzt habe ich alle weg. Jetzt ist doch viel besser so. Ist doch gleich viel besser so. Oder? Was sagt ihr dazu? War das das Dümmste, was ich hier gemacht habe, oder war das das Schlauste, was ich hier gemacht habe? Ich weiß es nicht. Let's see. Dragonling Mechanic. Wie knuffelig. Nein, nicht. Okay, was haben wir jetzt? 6. Das wäre zum Beispiel ein Starfire. Das wäre Wrath plus dann das ist Aspirant plus oder ein Taunt. Also, warte mal, wie könnten wir denn traden? Wir könnten auf jeden Fall mit dem Wrath den Dragonling Mechanic wegmachen. Den könnte ich aber auch damit wegmachen. Wie kriegen wir den Vierer weg? Starfire vielleicht. Aber dann ist gleich alles Mana weg. Ich möchte gerne noch ein Minion mehr mit raus haben. Ich würde sagen, wir schnappen uns den Kollegen hier. Zusammen mit dem Wrath nehmen da den Card Draw. Den hätte ich doch schon gerne. Schön, auch noch ein Domish Inventor. Ordentlich schlecht, noch mehr Card Draw und der geht ins Gesicht. Ich meine, der muss jetzt den Dragonling Mechanic muss er da reinhauen und dann hat er nur noch ein Leben. Ist auch mal nett. Multishot. Arschloch. Entschuldigung, dass ich so direkt werden muss, aber das ist ja so. Sie, Sir, sind ein Arschloch. Okay, ich würde den Darkscale Healer gerne spielen. Zusammen mit dem Darnassus Aspirant haben wir nächste Runde 9. Alternativ, den Kollegen hier, dann überlebt er aber trotzdem nicht. Ich glaube wirklich, wir spielen den Darkscale Healer. Formasiatar. Sehr schön. Dann nehmen wir den noch dazu, weil er auch so schön lustig ist. Ich meine, der wird gleich tot sein, aber egal. So, jetzt kann ich ihn hier wegmachen. Oder der überlebt noch eine Runde. Sehr schön, haben wir 3 Minions draußen. Kann noch einen Multishot reinhauen oder einen Cobra-Shot oder was auch immer.
Animal Companion, ja, gut. Hat er noch. Oh, gerade noch der, ne? Gerade noch der. Und Kill Command. Gut. Warum gerade noch der? Gut, das ist doch ein wunderbares Ziel für ein Starfire oder für ein Silence. Misha. Misha, der böse Bär. Gut, was kann man spielen? Der hat 4. Kriege ich den irgendwie von Ironbark Protector jetzt so aus Jux und Dollerei mal raushauen? Ist ja auch nett. Allerdings hätte ich gern, dass er noch überlebt. Ich tendiere zu einem Starfire. Kriegt da noch eine schöne Karte oben drauf. Und noch einen Sentient Shieldmaster. Das ist richtig nett. Gut, dann gibt es jetzt einen Shapeshift. Das geht ins Gesicht und der geht auch ins Gesicht. So. Einfach, schnell und einfach gelöst. Nächste Runde für 10. Wenn er es nicht schafft, ihn wegzumachen. Multishot, war klar, dass das musste kommen. Und nächste Runde für 9. Murloc Tidehunter. Jetzt hätte ich doch gerne mal so ein. Was Schönes. Gib mir ein 2. Root of the Claw, auch mal nicht schlecht. Für 9. Das wäre Keeper of the Grove. Den Silence behalte ich mir aber nochmal. Den brauche ich jetzt. Card Draw. Im Moment habe ich genug Karten. Ich könnte Taunt und Card Draw spielen. Ich könnte Taunt und Taunt. Obwohl ein Charge wäre auch nett. Ein bisschen mehr Druck aufbauen. Taunt und Charge. Ich meine, 2 Taunter brauche ich nicht. Ich habe hier noch mehr Taunter rumstehen. Gut, dann Taunt. Den als Charger. So, und dann geht der einfach ins Gesicht. Einfach Druck aufbauen. Und was soll er mit seinen 2 Murlocs machen? Ne? Gut, Murloc Synergy, okay. Aber ich hätte nicht beide weggekriegt. Hunter's Mark, okay. Ja gut, kriegst du den nächsten von mir vorgesetzt. Das weißt du nur noch nicht. Noch ein Reckless Rock Tier als Charger. Okay, sind 7 Schaden, kann ich mit leben. Steady Shot. Ja, er fährt die gleiche Strategie wie ich. Ich merke das schon. So, Living Roots. Das ist natürlich schön. Deal 2 Damage. Oh, das ist doch eine schöne Karte, oder? Das ist doch eine schöne Karte für seinen Reckless Rocketeer. Zusammen mit dem Taunter. Ja, nehme ich doch. Deal 2 Damage. Boing. Tschüss. War schön mit dir. Und entweder jetzt ihn buffen auf 15 oder auf jeden Fall. Ich möchte gerne wohl 14 eigentlich. Oder sehen da und dann noch ein Damage obendrauf. Ich meine, das sind 2 Damage, die ich oben drauf kriege und den kann ich immer noch spielen. Er wird kaum nächste Runde 14 Schaden machen können. Gut, machen wir es so. Stormwind. Okay, und dazu gibt es noch den da, weil es schön ist. Dann machen wir den damit weg. So, bitteschön. Haben wir den Minion auch noch weggekriegt. Ist doch schön. Keeper, egal was er jetzt spielt, ich kann es auf jeden Fall. Unleash the Hounds, okay. 2-mal Charge. Sehr schön. Und noch ein Houndmeister. Böse. Böser Hunter. Ganz, ganz böser Hunter. Ich mag dich nicht. Gut. Ja, er will böse sein. Er will sehr böse sein. Er will ein Arschloch sein. Okay. Also, ich würde natürlich gerne ihn silenzen, aber das werde ich nicht hinkriegen. Macht aber auch nichts. Warte mal, ich brauche 10. Nö, ich habe Lethal. Er ist aber tot. Guck mal. Wir spielen den Keeper. Silenzen seinen wunderbaren Freund hier. Wieso groß überlegen, wenn man ihn einfach umbringt? Einfach 2-mal ins Gesicht und weg ist er. Tschüss, war schön mit dir. Hat Spaß gemacht. Rams, Shieldbearer. Schön. Ah, langsam. Nächste Runde gibt es dann Winstreak, wenn ich nochmal gewinnen sollte. Und wir spielen jetzt einfach auch nochmal eine Runde mehr. Wir spielen jetzt nochmal ein Ründchen obendrauf. Warum nicht? Warum nicht nochmal eine Runde obendrauf spielen? Also manchmal klappt es mit dem Druiden, manchmal klappt es echt gar nicht. Ich habe echt das Problem am Anfang, ich kriege die Karten nicht zusammen. Ich war mit einem Wild Growth. Und dann, dass der Gegner nicht sofort ins Spiel kommt, das funktioniert super. Malfurion versus Uther. Der Uther. Der unser Freund, der Uther. Ja, ich muss hier auf jeden Fall beschützen. Gut. Die beiden gehen raus. Shattered Sun Clerics, Acidic Swamp Ooze. Ja, das ist doch schön. Ich starte auch noch als zweites. Das heißt, ich kann den Acidic Swamp Ooze direkt mal rausholen. Obwohl, will ich den Acidic Swamp Ooze direkt rausholen? Eigentlich schon.
the light protects me. Okay, Divine Shield. The Wild Growth. Nein, ich möchte ihn nicht direkt rausholen. Ich möchte gerne hier. Jetzt habe ich genug Mana. Wild Growth. Go, go, go. Enter. Wild Growth immer sofort spielen. Immer. Das ist. Meine, ja gut, ich hätte ihn als Ziel. Hä, kriege jetzt 2 Schaden rein oder noch mehr. Keine Ahnung. Ist egal. Ich will jetzt hier den Wild Growth haben. Dann nämlich Silk Swamp Us ihn Freund Lust Spaß haben. So, oh ja, oh ja, Baby. Also Acidic Swampus raus. Ende. Ja, er kann ihn jetzt wegmachen, dann stirbt aber sein wunderbarer Lepragnom. Jawohl, und noch ein Damage kriegen wir oben drauf. Er hat noch was für 3. Noch mal ein Charger. Okay, Agro Paladin. Das ist doch mal ein super Agro Paladin. Okay, da Nasus Aspirant. Sehr schön. Wir spielen jetzt aber trotzdem erstmal den Taunter, um uns hier ein bisschen abzusichern. Und sein Schild zu brechen. Mal gucken, was hat er jetzt? Was hat er jetzt Feines? Nächste Runde für 5. Wenn er überlebt, ich glaube nicht, dass er überlebt. Nein, er überlebt definitiv nicht. Und nochmal 3 Schaden. Aua. Das tut doch weh. Mark of the Wild ist doch schön. Guck mal. Da können wir doch mal, denn dann Nasus Aspirant. Ist ja ganz nett. Wir spielen aber ihn. Ich meine, ich muss irgendwas machen. So, ein neuer Taunter. Ich meine, ich kriege wieder 3 Schaden. Das ist ganz logisch. Ich kann es gerade nicht ändern. Nächste Runde Card Draw, dann ist es Aspirant. Ja, ist gerade echt im Concentration. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so extrem. Du Arschloch, du. Jetzt, so langsam kriege ich ein Problem, aber ein großes Problem. Card Draw. 2. I don't have enough mana. Hä? Was? Ich habe doch genug Mana hierfür. Hallo? Okay. Ich habe ein großes Problem. Doch, ich habe ein sehr großes Problem. Das wird eine kurze Runde, eine schnelle Runde und eine tödliche Runde. Boah. Shit. Direwolf Alpha, klar. Der totale Agro-Paladin, ey. Heilige Scheiße. Bringt mir nicht. Swipe wäre jetzt gut. Swipe wäre jetzt super. So. Ciao mit Au. Und dann da traden. Und die 2 Damage muss ich einstecken. Ah, das sieht echt gar nicht gut aus. Gut, nächste Runde Ironback Protector. Noch ein Into Ironback Protector. Into Stormwood Knight. Ja, aber... Okay. The light protects me. Nochmal den blöden Vogel. Und die Divine Favors. Oh Gott. Gut, jetzt kriegt ihr den Ironbug Protector vor die Nase. Da kann er sich erstmal die Zähne dran ausmachen. Gut, er wird jetzt noch die nächste Concentration raushauen. Equality, was weiß ich denn, was er jetzt raushauen wird. Er wird ihn mit Sicherheit klein kriegen. Iron Big Old. Okay, da haben wir es doch. Wusste es doch. Gut. Master for Battle. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Divine Favor. Ja, geil. Es wird nochmal 3 Schaden, die ich einstecke. 4 Schaden. Gut. Dann jetzt der nächste Iron Bug Protector, weil es so schön ist. Und dann einfach mal auf der anderen Seite. Ja, was machen wir denn? Den Loot Hoarder, der kommt. Ich hau ihn nicht ins Gesicht. So. Bitteschön. Ich meine, die Runde geht verloren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe keine Chance mehr, sein Board zu klären, da ich keinen Swipe mehr habe. Ich habe, glaube ich, schon beide Swipes rausgehauen. Concentration. Ja. Und da ist es vorbei. Da ist es vorbei. Vorbei, vorbei, vorbei. Schade, Schokolade. Wäre doch schön gewesen. Aber Agro-Paladin mit dem Deck keine Chance. Keine Chance. Gut, das war's dann aber auch schon wieder von dieser Folge Let's Play Hearthstone. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.